Das in diesem Jahr 31. Filmkunstfest MV wird wie schon im vergangenen Jahr in die Spätsommerzeit verschoben. Das bestätigte der Geschäftsführer der Filmland MV GmbH und künstlerische Leiter des Filmkunstfestes, Volker Kufal. Ihm zufolge habe man sich im Dezember aufgrund der Pandemie dafür entschieden, das Festival auf den Sommer zu verschieben. Damit hoffen die Veranstalter auf erleichterte Bedingungen. Das Filmfestival wird nun vom 30. August bis zum 4. September stattfinden. Die Frist für die Filmeinreichungen wurde somit bis zum 26. Juni diesen Jahres verlängert. Wie auch im Vorjahr ist der Hauptstandort der Filmpalast Kapitol. Daneben werden weitere Nebenspielorte Schauplatz des Filmkunstfestes sein. Zudem werden wie gewohnt 4 Wettbewerbe und 6 Filmreihen dargeboten. Auch der Goldene Ochse wird traditionell an den bisher noch nicht bestätigten Ehrengast vergeben.